quatschen. Wie ihr am Titel vielleicht schon gesehen habt, möchte ich heute so ein bisschen organisatorisches über die Leipziger Buchmesse erzählen und gleichzeitig fragen, ob wir uns vielleicht irgendwie gemeinsam auf den Weg machen möchten, zumindest falls ihr irgendwie vielleicht so in Ostsachsen wohnt. Und zwar werde ich am Samstag und am Sonntag auf der Messe sein und ich werde auch abends immer wieder nach Hause fahren, weil ich jetzt keine günstige Übernachtung mehr gefunden habe und jegliches Ticket, auch wenn ihr das nicht mit mir teilen wollt, ist billiger als eine Übernachtung in Leipzig an diesem Wochenende. Also ich habe jetzt schon mal geguckt, das Sachsen-Ticket kostet für eine Person 23 Euro, gilt den ganzen Tag. Also am Wochenende bedeutet das von 0 Uhr nachts bis 3 Uhr am Folgetag. Und man kann die Züge, also die Zeiten frei wählen. Aber ich glaube, man kann nur Regionalbahnen nehmen und nicht die ICEs. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und es wird halt billiger, je mehr Leute mitmachen. Also für zwei Personen kostet das Ticket dann 28 Euro, sodass es für jeden 14 nur noch sind und so weiter und so fort. Vielleicht der Nachteil oder was manche nicht so wollen, man muss von vornherein sagen, so viele machen mit und man muss die Namen der Leute aufschreiben. Also man darf nicht sagen, ja, wir haben jetzt mal ein Sachsen-Ticket für vier Personen und gucken, wer mitmacht, sondern man muss sich vorher anmelden. Und man fährt zweiter Klasse, aber das hat mich jetzt eigentlich noch nie besonders gestört, zumal am Buchmessetag die Züge ohnehin voll sind, eigentlich egal in welcher Klasse. Falls jetzt irgendeiner von euch sagt, ich würde zwar schon ganz gerne nach Leipzig, aber Züge sind der absolute Hass und zugegeben, sie sind auch wirklich sehr voll an dem Tag, hätte ich auch ein Auto zur Verfügung. Also wir könnten auch auf so Privates hin und her fahren, umsteigen, mit dem Nachteil, dass ja dann wirklich nur Leute mitmachen könnten, die vielleicht in Dresden wohnen, wo ich halt bin. Denn bei den Sachsen-Tickets könnten natürlich auch aus irgendwelchen umliegenden Dörfern Leute zusteigen. Und mit dem Auto wäre es wohl doch etwas teurer. Also ich habe mal ausrechnen lassen, was es kostet und da ist eine Fahrt hin wohl 14 Euro, das heißt insgesamt also 28. Und dazu kommt noch, dass mein Auto über 18 Jahre alt ist, das heißt, es hat meistens einen etwas höheren Verbrauch als das, was das Internet einem da so anzeigt. Das heißt, es würde wohl etwas mehr. Es hat natürlich den Vorteil, dass man Jacken eventuell drin liegen lassen kann, dass es etwas bequemer ist. Ja, schreibt mir einfach mal, was euch da besser gefallen würde. Vielleicht habt ihr auch alle schon Tickets. Ich habe jetzt auch noch nichts gekauft oder so, weil vielleicht will ja jemand, der noch östlicher wohnt als ich, auch mitmachen. Derjenige müsste es sich ja dann als Erster quasi kaufen. Was ich sonst noch sagen kann, die Messe öffnet ja um 10 und ungefähr bis 18 Uhr und ich bräuchte die Zeit auch so ziemlich. Ich habe mir jetzt die Veranstaltung angeguckt und eigentlich bin ich komplett durchgeplant. Also ich müsste wirklich so kurz vor 10 dort sein und würde dann auch erst 18 Uhr, also nach 18 Uhr wieder losfahren. Vielleicht passt das ja bei irgendjemandem, der auch gesagt hat, ich will den ganzen Tag nutzen, ich wohne auch irgendwie in der Nähe, dann schreibt mir doch, wenn ich... fahre ich trotzdem, aber man kann es sicher vielleicht noch etwas günstiger gestalten und ja, ansonsten könnt ihr auch gerne schreiben, wann, wie, wo ihr herkommt, was ihr geplant habt, weil ich habe noch keine Ahnung, was ich anschaue, denn zu jeder Zeit sind ungefähr drei Veranstaltungen. Ich bin zurzeit noch überfordert, aber ich freue mich natürlich auf die Messe und dann eventuell auch auf euch und wenn ihr da so rumlauft und ja, dann schauen wir mal, ob wir uns finden, wie alles wird und schreibt mir doch, wenn wir uns was teilen wollen. Und dann sehen wir uns entweder das nächste Mal oder auf der Messe oder so. Und bis dahin.